Glaubt mir, von hier an führt euer Weg steil bergab. Direkt in den Abgrund. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Meine Zeit drängt. Ich werde mich nun einem bedeutenderen Vorhaben widmen. Wir sehen uns im nächsten Leben. Auf euren Herrin mit Rohstoffen ist eingetroffen! Ich setze die Segel! Bis zum nächsten Mal! Alles klar. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Alles klar. Okay, sie schickt eine kleine, größere Armee. Wie ihr wünscht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Schon unterwegs. Unsere Holzfällerhütte wurde während des Angriffs zerstört und unsere Holzvorräte sind erschöpft. Wir müssen eine neue Holzfällerhütte bauen und eine Palisade errichten. Wir brauchen dringend Holz. Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. Jawohl. Schon unterwegs. Verstanden. Oh Mann, die laufen jetzt alle quer durch die Gegend. Kämpft unseren Handelsposten an. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. So, scheinbar klappt hier das Kämpfen etwas besser. Wir werden angegriffen! Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Sofort! Ein Außenposten unterwegs. Wird angegriffen! Ein Territorium ging verloren! Verstanden! Verstanden! Schon unterwegs! Kein Problem, das können wir uns ganz leicht zurückholen, denke ich mal. Stürmt los! Habt Dank! Wir werden umgehend die Palisade errichten. In Kürze können wir uns auch wieder selbst mit Holz versorgen. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhat. Ein besorgniserregendes Dokument entdeckt. Die Angreifer handelten auf Befehl Rappans. Sie waren Teil eines Plans, uns in eine Falle zu locken. Welch irrsinniger Verrat! Was kann die Duns Mogul nur zu solch einer Tat bewogen haben? Aus dem Befehlsdokument geht hervor, dass Trebuchets über den Hafen nach Bihurat geliefert werden, um unsere Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Wir müssen die Lieferungen abfangen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Wir müssen Unterstützung anfordern. Allein sind wir der Übermacht hoffnungslos ausgeliefert. Lasst uns eine Nachricht nach Tela an unsere Kameraden senden. Der Bote wird sich sogleich zum Hafen begeben. Wir sollten den Wagen beschützen. Wir werden angegriffen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Einer unserer Karren wurde abgefangen. Sofort. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Vorwärts! Ei! Verstanden. Ja, wir schicken den Karren los, aber wir erwähnen das erst kurz bevor er bei Feindesland ist. Verstanden! Verstanden! Kämpft weiter!
Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Die Regenzeit hat eingesetzt. Verstanden. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Die Nachricht ist sicher am Hafen angekommen. Jetzt können wir nur hoffen, dass sich genügend Krieger finden, die uns zur Seite stehen. Wie ihr wünscht. Ein Fischer findet keine Fische mehr. So, jetzt muss ich erstmal bei den Außenposten zurück. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Wenn die Verstärkung eintrifft, müssen wir unsere Stadt mit Katapulten schützen. Wir sollten sie auf unseren Stadtmauern errichten. Aha, dafür müssen wir aber erst bei Graf sein. Die ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Biorat gelangt. Jawohl! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Haben wir langsam... Ja, wir haben etwas Wolle. Wir werden angegriffen! Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor! Verstanden! Ei! Jawohl! Verstanden! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Verstanden! Mann, hat man hier vor gar nichts Ruhe? Wurden durchbrochen. Alles klar. Nicht aufgeben! Ich muss mich... Was macht ihr? Da ist der Kampf. Es gibt kein Zurück. Ein mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Unsere Truppen werden angegriffen. Ei! Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Na doch so rum. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. Ja, Klamotten sind da so eine Sache. Auf euren Befehl. Sofort! Nehmt die Mauern ein! Alles klar. Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Kämpft weiter! Ich arbeite für Anerkennung, nicht schnödes Gold. Ein neuer Titel wäre angemessen. Dieser neue Titel wird mir von Nutzen sein. Verstanden. So,
Achso, gerade ist kein Trebuchet unterwegs. Die Regenzeit ist vorüber. In den Kampf! Alles klar! Wir haben ein Territorium eingenommen. So, ihr bleibt und repariert den Außenposten. Wir müssen unsere Stadtmauer mit Katapulten bestücken. Dazu brauchen wir erstmal Eisen. Ich bringe Verstärkung, aber auch schlechte Nachrichten. Als wir uns einschifften, erfuhren wir von einem Angriff Karnas auf die Hauptstadt. Mein Vater, der Mogul, ist verschwunden. Lasst uns diese Angelegenheit hier rasch zu Ende bringen. Wir müssen zurück nach Tela. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Alles klar. Schon unterwegs. Ach ja, jetzt könnten wir theoretisch Badehäuser errichten. Zwei Stück. Schon unterwegs. Verstanden. Und nach weiteren Schafen. Auf euren Befehl. Verstanden. Oh, da kommt der nächste Angriff. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Jawohl, sofort. Vorwärts. Zurück. So, hier war nichts in dem Territorium, haben wir gesagt. Wie ihr wünscht. Sofort. Ein. Und ja, was ich mal machen könnte, wäre ein Fest geben. Verstanden. Sofort. Alles klar. So, waren hier Schafe? Ja, hier waren Schafe. Sofort. Schon unterwegs. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Ei! Auf euren Befehl! Bitte da oben hin. Wir werden angegriffen! Elias? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Das war wohl mein... Auf euren Befehl. Gott, Elias, was machst du? Alles klar. Ei. Kann ich das Ding nicht benutzen? Nein, kann ich nicht benutzen. Schade. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Brauch wieder mehr Steine. Ich werde angegriffen. Schicken wir doch mal. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Sofort! Schon unterwegs. Also ja, die Mission wird langsam stressig, muss ich ehrlich sagen. Wie ihr wünscht. Alles klar. Außenposten wird angegriffen. Ja, nehmt den ruhig ein. Ein Territorium ging verloren. Verstanden. Verstanden.